Hallo und herzlich willkommen zu Baldur's Gate 3, dem Honor Mode. Wir sind im Chilling Sunday. Hope you're keeping well, friend. Ja, sehr das. So. Lizelle, hast du was? Speak. Bist du sauer? Alles gut. Kalach! Copper for your thoughts? Ja. Ja. Vampir? Well, hello. Well, hey. What can I do for you? Ist gut. Gail, alten Wemser. How can I help? Überhaupt nicht. Alles gut. Das hat Eulenbär. Baby. Well met. Alles gut, Will. Lady of Sorrows, guide us. Did you want something? Alles gut. Helsen? You wish to speak? Ich habe die Festung im Unterreich gefunden, die ihr erwähnt hattet. Die Grimmschmiede. Impressive. Impressive. Most would quake at the mere thought of delving that far into the Underdark. What did you find? Anhänger der Absoluten, aber mehr noch nicht. Hmm. Keep looking. If they're present, then it's likely there's a route to Moonrise somewhere. Ah. It may prove impossible to avoid the Shadow Curse entirely. But if you find any way to limit your exposure, seize it. Okay. Okay, okay. Euch geht's gut? With such stimulating company? Never better. Junge. Doch, komm her, kleiner Knubbel. You smell very delicious, but I will not bite you. Da bin ich sehr dankbar für. Fress mir nur nicht Katze auf. Gefällt's dir? Nice here. The cave smell like rotting meat. Goblin cat smells like goblins. Ja, dann werden wir wohl an dir hängen bleiben. Yes, fun. Jetzt, so, dann ab in die Pofe. I is safe, Gott. Was ist das? Was ist hier los? Ich dachte, irgendwas stimmt nicht. Just a bad dream. It's all right. Goblins had me in a cage. Poked me with pointy sticks. Hush now, it was just a nightmare. We're safe here. With Master. Freund, ja? Nicht Meister. He'll settle in. Give it a little time. Ja, ja. Ihr habt gemütlich ausgesehen, ihr beiden. Albtraum oder nicht? He's still young. I remember Gonwick would let me sleep under his cloak when I was a pup. Aha. It helps.
Na schön, solange keiner einem wehtut. No hurt scratch, never. Easy now. The Guardian's just looking out for us. Sag mal, hast du mich gerade Meister genannt? I suppose I did. You've been good to us, to both of us. Gonwick would be happy I'm with you, I think. Like it here. Warm fire. Scratch reminds me of Big Brother. Oh. Na, ihr seid hier jedenfalls beide willkommen. Thank you. Den Kopf gekratzt. Schön. In dem Moment würde man hier die Trophäe bekommen. Für beide Tiere streicheln. Was ich nur gut finde, diesmal habe ich hier so einen Trank drin gehabt. Als ich das bei mir hatte, da hatte ich leider kein Sprechen mit Tieren. So, ist denn jetzt hier auch mal Ruhe eingekehrt? Wo bin ich hier? Oh. Hello. Okay. So, are you greeting invisible beings or just losing your mind? The echoes, listen. They're coming from three directions. Losing your mind it is. Probably the tadpole. The weirdest things seem to be. Oh, sind alle weg, ne? Sehr schön. Das bedeutet Weinpokal. Wir können noch eine Runde looten. Ja, klar. Futter nehmen wir immer gerne, ne? Ja gut. Kann man auch so die Runde gehen. Oh. Einer steht ja aber noch. Was ist los mit dir, Bacchus? Well, you did it. I shouldn't be surprised considering our history. And yet, tut nicht so überrascht. Nothing good happens in the Underdark. As you know, some of the Iron Hand gnomes, my friend Wolbrin among them, have been taken prisoner in Moonrise Towers. They're not even going after him. I wish I were surprised. And so, to Moonrise Towers I go. Eins nach dem anderen. Ihr seid erschöpft. Ruht euch in meinem Lager aus. Certainly not. In case you haven't been paying attention, my friend has been taken captive. He needs me. Dann muss ich euch wohl ein drittes Mal retten. I was unlucky twice. The odds of it happening again are very slim. Then again, a small rest might be prudent. Give me time to think. Fine. Show me where to go and I'll try my luck. I'll have a better chance of rescuing Wolbrin if I'm at my best. Okay. And thank you. Mach dich nur vom Acker, damit ich hier klauen kann, ohne dass du... Vorräte. Guck mal da, ey. Dicken Wurstchen.
Nehmen wir mit. Sklavenliste. Beldron gefangen. Stickpit. Der heißt wirklich so. Alle sollen es wissen, von den Fadarim zu den Feuerlanden, von Mordiva zum Brutschlund. Die eisernen Gnome mit dem Segen des Schilds der goldenen Hügel erklären die Tunnel, Freiräume, Völker und den Inhalt des Unterreichsterritoriums unterhalb der westlichen Herzlande zu ihrem Besitz. Die Nichtbeachtung dieser Besitzurkunde ist unter Androhung von Freiheitsentzug oder Tod verboten. Bestätigt und unterzeichnet Wulbrin Bongel. Gott. Bah. Bah. So, leer, leer, leer. Mir ist leer. Was mit dem da hinten? Vicky. Man hat sowieso nichts. Ist da einer von euch wieder durchs Gas gerannt? Er macht's einfach nicht mehr. Er macht's einfach nicht mehr. Komponente einer magischen Missive. Hastig hingekritzelt und unvollständig. Versiegelt den unteren Tunnel. Grimmschmiede von unbekannter Macht eingenommen. Viele Soldaten, ein Gesicht. Infernalisch, ihr Anführer. Sumpfgrün. Dolch. Mache vorne nicht auch noch einen Dolch? Wohl nicht. Tja. Tja, ja, ja, ja. Achso, das ist aber ein Spinnen. Luna did call forth the moon and the stars. Shah cloaked them in shadow to cover our scars. Mhm. Ja, gehe ich noch mal gucken. Weil in irgendein, ach so, ja, klar, sowieso, ich muss ja noch looten. Jaham Grimmschmiede ist wie ein Phönix aus der Asche von den Toten auferstanden. Ich habe von einem Drow-Kultisten gehört, der Druga in den Hallen der alten Stadt versammelt. Ich habe keinen Zweifel, dass sie von der Absoluten angeheuert werden. Aber es bereitet mir Kopfzerbrechen.
was sie inmitten der Ruinen suchen. Ihr habt mich nie im Stich gelassen. Geht nach Grimmschmiede, bleibt in den Schatten und überbringt mir Nachrichten über die Vorhaben des Kults ins letzte Licht. Ich warte dort. Jay. Ja, wer kann das wohl sein? This is a Harper emblem. Ja. What was she doing here? Komisch, dass man die... nicht vorher mal lootet, ne? Sehr schöne Kiste. Mach's ja nicht, stimmt. Okay, warte. Kriegen wir hin? Hast du nicht hier so einen Megasprung? Ja, ja, hast du einen Megasprung. Komm, erstmal hier hoch. Bei dir geht's ja auch so. Kommst du hier? Jo. Ah, Karlach auch am Start. Die meisten Seiten dieses alten Tagebuchs sind zerfleddert, angesenkt oder fleckig. Einige wenige sind jedoch unbeschadet. Wie viel Zeit habe ich damit verschwendet, den Schatten den Rücken zu kehren und den Mond zu betrachten? Wie viele Jahre suchte ich Selunes silbernes Strahlen, wo doch die Dunkelheit stets in Reichweite war? Gelobt sei Catherick Thorne, der diese merkwürdigen, doch wahren Worte äußerte. Wenn ich sehen will, muss ich das Licht löschen. Ein neuer Weg wartet und es ist Schaas, Auserwählter Catherick, der ihn mir weisen wird. Ja, irgendwie nicht. Geh da rüber jetzt, ja. Achso, jetzt kann ich das zeigen, ne? Hier. Ich habe hier oben mal gekämpft gegen die und dann haben sie den Asterion, glaube ich, da runtergetreten. Zu meinem Überraschen hat er überlebt. Und so habe ich das hier entdeckt. Ist aber echt komisch, ne? Wenn die keine Dunkelsicht haben. Also. Okay. Time to rest. Scheiß Wasser. Aber Fisch. Noch mehr Fisch. Und Fisch. Fisch. Gnomes killed under the yoke of slavers. Keine Läden auf der Fugenebene. Pray if you want, but they won't thank you for it.
The dead are an ungrateful lot. Ich weiß, du hast recht, aber man macht solche Rituale einfach. Und danach guckt man in die Taschen. Guck dir das an. Unsichtbarkeit. Fetisch von Guladuran Glatt. Unsichtbarkeit. Ja, geil. 35 MP. Sogar. Dafür, dass ich... Seht ihr? Pietätlos sein. Lohnt sich dann doch schon mal. Da ist einer noch ungelootet, ne? Wer ist das denn von euch hier? Du? Jetzt haben wir sie alle, ne? Leer. Gut. So. Kannst du was mit Unsichtbarkeit anfangen, Kamerad? Schnürschuh. Du hast eine Donnerwoge und du hast einen Arkanenring. Unsichtbarkeit. Ja, prinzipiell schon. Ne? Du kannst ja hier dann abhauen. So als letzte Rettung. Verpiss dich. Eager for battle. Das ärgert mich, ne? Dass ich mit den anderen nicht... Was geht hin? Wolltest du hier so eine Donnerwoge haben? Ja, Piet Glocke wieder, ne? Also es ärgert mich, dass ich mit den anderen die Gruppe nicht wiederbeleben kann bei Lazarus, ne? Das ärgert mich gar... Was ist das für eine Pulle hier? Ja, komm her. Hammer. Sauferei brauchen wir. Ein paar Mimics platt machen. Obwohl die eben auch scheiße waren, die Mimics, ne? Also. Wisst ihr, so dachte ich mir das halt, ne? Ich dachte mir so, oh, ne? Okay, ich habe jetzt alles so eingesammelt, was ich einsammeln konnte an Trophäen. Und dann spiele ich halt noch mal den Taktiker. That's a Harper's rune. Very exciting. Must be a cache nearby. Come out, wherever you are. Ja. Boah, wisst ihr, was gerade komplett mich fertig macht? Ich bin am Schleichen, ne? Und dieses ultra geile Pad ist am Vibrieren wie blöd. Wehe, ich bin jetzt überrascht. Wäre blöd, ne, wenn ich dich da über den Jordan baller, ne? So, was bist du eigentlich? Du bist eine Monstrosität. Das ist gut. So, Stärke. Okay.
Kann man ja mal machen. Ich will dich looten, ne? Auf der anderen Seite seid ihr fiese Dinger, ne? Ich dich vernichten kann. Tschüss. Ich glaube, da ist sowieso nichts Wichtiges drin. Ich hatte mich voll gefreut, dass da schöner Loot drin ist. Ne? Und dann habe ich festgestellt, Victory awaits. Das waren die bescheuerten Kisten, die mir... Wolltest du mal probieren? Mit vollem Einsatz, Lizelle? Ah, du hast keinen Stärketrank, ne? Das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Ey, aber du triffst leider nur 11 Schadenspunkte. Das ist ärgerlich. Jesus, was ist los? Einmal ausgepennt? Ja, ich wollte schon sagen, Lisa. So, du machst, du wirst wütend. Du wirst wütend und wirfst mit der Picke. Umgeworfen. Schön, Carla. Schön. Schießen wir noch einen über den Jordan oder was? Muss gleich tot. Komm, dann. Nehmen wir dich. Ich muss sagen, der Warlock, der geht jetzt ab. Time to strike. Ah. Ach, super, jetzt kommen die Handschuhe zum Vorteil. Von mehreren Gegnern umringt, ist sie im Vorteil. Gut, so lobe ich mir das. So, weil du einen umgebracht hast, darfst du nochmal zuhauen. Wow, Crit. Hoho! Guten Wurf! Got it. Immun gegen liegend. Okay. Und letzter, Karlach? Mich an Arsch. Es ist komisch. Es ist wirklich komisch. That's curious. Mhm. Teilweise sind die Kämpfe, der zum Beispiel, ne? Ich habe den Tactician-Mode gezockt. Ja, und ich wusste ja, dass die Kisten hier sind, ne? Wo ist sie? Spielzeugtruhe, da. Be careful. There are traps about. Okay. Quiet.
Ey, du hast gar nicht mitgemacht, du Pisser. Weil du immer noch versteckt warst. So. Yo. Geht ja so nicht, ne? Okay. Was ist das? Die ersten Zeilen der Schriftrolle sind in formeller, kunstvoller Schrift verfasst. An die Smaragd-Enklave und jene, die dieser Aufzeichnung würdig sind. Es grüßen die Hafner. Wisst, dass Catherick Thorne, Paladin der Schar, zahlreicher Verbrechen gegen Körper und Geist schuldig ist. Dazu gehören Mord, Sklaverei, Entweihung heiligster Tempel. Dies ist unsere Absicht, eine Allianz zwischen den Hafnern und der Smaragd-Enklave. Vereint können wir Thorns Schreckensherrschaft beenden. Die hohen Hafner erwarten sehnlich eure Nachricht. Ja, aber wieso packt ihr dann hier hin? Das ist doch irgendwie... Wer soll er denn das finden und dann umringt von... Kann ich die mitnehmen? So. Also, was wollte ich gerade sagen? Es ist komisch. Ne? Es ist komisch. Still alive. So that's progress. Ich habe den taktischen Mode natürlich auch so ein bisschen zum Trainieren benutzt. Ne? Weil, ja, im Grunde ist ja die Schwierigkeit hier bei dem Honor-Modus ähnlich wie im taktischen Mode. Also eigentlich genauso, außer dass halt hier die Gegner noch legendäre Moves drauf haben. Na, sprich dieses Netzgrab da von der komischen Spinne. Na, oder die Scheiße da gestern von Nier. Na. So, und von da habe ich so ein bisschen rumprobiert. Im taktischen Mode. Ja, und dann war es halt so, dass ich auch hier den... Wie heißt der Typ? Den Bernarde angegriffen hatte. Einfach nur mal, um zu gucken, was der überhaupt bei sich trägt. Ob sich das lohnt. Ne? Wie der so drauf ist, der Dude. Ne? Ey, der hat mich... Der hat... Obwohl ich die... Seine Schar da... ja, genauso außer Gefecht gesetzt habe, wie jetzt hier bei uns. Hat der mir übel Probleme gemacht. Was sind das für Dinger? Ich kann man noch mitnehmen. Kann man auch mitnehmen. Fand ich nicht gut. Und dann war ich so ein bisschen überrascht, dass der dann hier bei uns, ja, eine Runde, dann war der Schnibbli-Dip. So. Anders jedenfalls der Nier. Der Nier kam da auf taktischen Mode rausgekraxelt, hat ein paar vor die Oma gekriegt und dann war der fertig. Und hier hat er uns bald wieder kaputt gehauen. Ich meine, hier habe ich schon gelootet, ne? Aber da ist er auch noch, ne? Da bin ich nie runtergegangen, ne? Ja. Springst du darüber, Junge? Machst du das? Mann, hör auf.
Hör auf. Jetzt habe ich kurz Angst gehabt, ich springe in den Tod. Step carefully. There's a trap. Hm? Kommt mal da weg. Wenn der Vampir explodiert, müssen die alle explodieren. Junge, direkt einen kritischen. Should be easy. Okay. Oh. Der echte Blitzi. Funkelwand. Blitzaura. Klassenaktion. Gibt was Schöneres als Blitzschläge rundherum? Fragt Irre. Funkenfänger und entfesselte Blitzschläge rundherum. Hör mal, Vampir. Also, ich habe ihm hier diese Falla Aluve gegeben, ne? Weil das Ding spielt Musik. Und er kann es aus irgendwelchen Gründen kann er es benutzen. Ich weiß nicht, ob er es schon immer konnte, aber er kann es benutzen. Kannst du denn auch ein Schild? Kannst du. Ist das super, Vampir. Astrein. Astrein. Du stehst zwar nicht in erster Front, im Normalfall. Ja, er kann jetzt... Hm, 1000 DP. Ich dachte, das dauert länger. Da bin ich ja mal gespannt, ne? Ich habe ja auch... Meine Fresse. Kann aber übertreiben. Ach. Der kommt mir gar nicht bekannt vor. Schattenschleier. Nicht verfügbar. Ach so, dafür brauchst du Blitzladungen. Aha. Verbrauche 3 Blitzladungen und entfesse einen elektrischen Stoß, der Gegner in der Nähe Schaden zufügt und sie durchrüttelt. Ah, das ist ärgerlich. Ich glaube, ich kann keinen Stab und Schild tragen, ne? Meine ich. Can't give up now. Doch, kann ich. Steigt meine Rüstungsklasse sogar, oder? Tatsache. Oh. Kriegst du das? Blitzi. Ja, ist okay. In Ordnung. Den haben wir gelootet. Alles leer, alles leer. Wunderbar. Was soll der Geiz? Ne. Ne.
War klar. Ich würde gerne ausprobieren, ob du das Ding einfach kaputt hauen kannst. Würde mir eine Menge bedeuten. Kannst du? Ist ja geil. Dann brauche ich nämlich keinen Sprengstoff verschwenden. Wunderbar, Karlach. Wunderbar. Axt des Verzögers. Ich hatte ihr jetzt aber Jorgals Zweihandschwert gegeben. Macht den gleichen Schaden wie der Hammer. Hat aber da diesen kolossalen Ansturm mit dabei, der 10 bis 20 Schaden verursacht. Fokussiere deine feurige Stärke und triff alle Kreaturen in einer Reihe. Ist sogar ein Angriffswurf. Aha. Ach so, wegen Würfeln. Angriffswurf, deswegen. Weil hier ist auch. Gut. Ja, und das Schwert mit Türs Schutz, ne? Ist zwar nice. Macht aber nicht unbedingt mehr Schaden. Are those specks of adamantium in this slag? So cool hier, ne? Seit wann ist in Vasen denn was drin? Das ist blöd gewesen, ne? Weil, guck mal. Jetzt muss ich in die Vasen auch noch reingucken. Guck mal. Warum, Asterin? Warum schlägt deine Wahrnehmung fehl? Wofür habe ich dich da mitgenommen? Sivat? Wahrnehmung fehlgeschlagen. Wahrnehmung fehlgeschlagen. Easy. This place is hungry for blood. Komm da weg! Komm da weg! Wisst ihr, ich kapiere das nicht so ganz hier, ne? Also hier sind Fallen.
Wahrscheinlich ist das dann auch lore-technisch der Grund, weshalb die Brücke kaputt ist. Aber um hier standardmäßig rüber zu springen, ist das doch eigentlich zu weit. Könnte ich nur hier mit einer Givianki oder was den Sprung schaffen. Oder halt wie diese komischen Speedrunner. Ne? Alter, krass. Habe ich gesehen. Einer kompletten Honor-Modus in 23 Minuten. Sagt halt, geht auch auf Konsole. Irgendwie strange, finde ich das. Irgendwie strange. Na gut. An dieser Stelle ist Feierabend. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ihr wisst wohl, wie es in den nächsten Folgen weitergeht. Richtung nächsten Bossgegner. Ich wünsche euch was. Bye, bye.